Wir haben ja jetzt, um das vielleicht mal einzuleiten, ja, ungefähr 3 Monate miteinander gearbeitet. Und diese 3 Monate waren sehr aufschlussreich. Kannst du dich noch, weil das finde ich immer sehr, 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 sehr spannend. Du hast ja am Anfang, wir haben ein Erstgespräch gemacht und wir haben telefoniert miteinander und dann hast du mir die Anamnese ausgefüllt, wo du ja schon mal selbst ein bisschen nachdenken solltest. Weißt du noch, kannst du dich noch an die Zeit zurückerinnern, wie die Nele von damals war? Also was dich so bewegt hat, wo du frustriert warst, wo du nicht weiterkommst, kamst? Frustriert halt vor allem, weil halt ganz viel schon versucht wurde bezüglich Abnahme, aber es halt immer nur so, ja, semi-erfolgreich war und selbst wenn da Erfolge waren, man sich irgendwie nicht so richtig wohl gefühlt hat, sondern das immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, runtergespielt hat, ne, wenn man was erreicht hat. So, das war irgendwie nie so das, dass man sagte, okay, ich bin jetzt irgendwie bei mir angekommen und ich fühle mich einfach jetzt wohl mit dem, was passiert ist und Ja. gucke jetzt irgendwie mal weiter in die Zukunft, sondern es war halt immer so, wieder nur 100 Gramm oder jetzt sind 200 Gramm mehr oder ich habe jetzt wieder keinen Sport durchgezogen oder na toll, jetzt gab es doch wieder Pizza auswärts oder also man war irgendwie die ganze Zeit damit, ja, ich war immer damit beschäftigt, irgendwie nicht wirklich zufrieden zu sein mit dem, was da kam. Ja. Dieses, oh, jetzt gab es wieder Pizza auswärts. Du hattest ja auch eine Vergangenheit von, du hast ja auch durchaus unterschiedliche Dinge ausprobiert, ne? Und Von du bis hast. alles dabei. Ja, kannst du dich noch an ein paar Sachen erinnern, die du Naja, konkret also gemacht klar, Yazio vorher schon, also hast? Ah typisches ja, Kalorienschrecken. das hast du gemacht. Dann immer mal wieder Weight Watchers Weight Watchers. ausprobiert. Das war aber auch eine Stoffwechselkur, die ich gemeinsam mit jemandem gemacht habe dabei. Also, ja. Und als wir gestartet sind, hattest du ja auch noch so dieses, ja, weiß ich nicht, schlechte, gute, schlecht, ja doch, schlechte, gute Lebensmittel, dieses auch jetzt war schon wieder Pizza, so dieses. Ich ziehe was durch und jetzt habe ich einen schlechten Tag und jetzt ziehe ich aber wieder durch. So dieses Mindset beim Essverhalten, richtig? Ja, nicht mehr ganz so stark wie, ich sag mal, vor 5 Jahren, aber es war immer noch definitiv vorhanden, dass es halt mich doch schneller runtergezogen hat, wenn es dann eine Woche war, wo man zweimal essen war und man sich halt nicht den tollen Salat mit Fisch gegönnt hat. Ja. Ja. Was meinst du jetzt zurückblickend? Ja, weil jetzt weißt du es ja so ein kleines bisschen besser und kannst ein bisschen besser darauf zurückschauen oder cleverer darauf zurückschauen. Was glaubst du, was waren so die Punkte, wo du jetzt weißt, naja, deshalb bin ich nicht so richtig vorangekommen? Also zum einen war es, glaube ich, wirklich immer so dieses Verzichtdenken, ne? Weil, also klar, ich sag mal, Weight Watchers versucht halt schon, dir irgendwie einen gesunden Lebensstil beizubringen. Aber es ist halt auch so, wenn man mal eine Pizza isst, dann sprengt es halt auch so alles, was man quasi an Punkten irgendwie so im Budget hat. So, dann hat man halt gleich so dieses, toll, jetzt darf ich den Rest der Woche auch irgendwie nichts anderes mehr essen. Ja. Und das war jetzt halt einfach anders. Ne? Es hat halt einfach Entspannung reingebracht. Dadurch, dass wir auf die Proteine geachtet haben, waren diese Heißhungerattacken weg. Das heißt, so diese unnötigen Kalorien, die sonst so durch Heißhunger entstanden sind, waren halt einfach schon mal gar nicht Ja. gegeben, sondern ich konnte mich wirklich darauf konzentrieren, dreimal am Tag zu essen. Und wenn ich abends noch Bock hatte auf eine Tüte Chips oder auf ein Eis, ja, dann habe ich abends noch ein paar Chips gegessen oder ein Eis, weil es war einfach machbar. Und Ja. es war dann meine Entscheidung im Normalfall und nicht eine Körper- oder kopfgesteuerte Sache, weil der Körper jetzt sagt, jetzt will ich aber. Sondern dann war es einfach eine Entscheidung, dass ich bewusst gesagt habe, ja, nö, heute möchte ich mal was snacken. Und das Ja. war halt super entspannt. Ja. Also hat es einfacher gemacht. Das ist halt immer so, nicht paradox, aber es ist so das Verrückte, ne? Weil wenn man sagt, naja gut, ich bin entspannter mit der Ernährung und erlaube mir irgendwie mehr und deshalb ist es auch dann leichter gegangen. Das ist halt immer dann so leichter gesagt als getan, aber es ist ja irgendwie schon ein Ja. Weg, so, ne? Kein Schalter, den man Ja. einfach einmal umlegt, sondern schon auch etwas an Ja. wie man arbeitet, was mal besser klappt, mal weniger gut, ne? Ja. Würdest du das auch so reflektieren sagen, dass es Auf jeden Fall. Und man muss halt diesen Gedanken loswerden, ich möchte jetzt in 4 Wochen 20 Kilo abnehmen, ne? Womit ja auch immer wieder gerne geworben wird. Also es ist halt keine Crash-Diät. Und das Ja. ist ja auch gut so, weil die haben bisher, glaube ich, niemandem wirklich weitergeholfen. Also Richtig. mir zumindest auch nicht in meiner Erfahrung. Und das war jetzt halt einfach auch wirklich ein bisschen anders. Also diese Entspannung, das war ja auch gerade, ich habe ja bei dir angefangen und dann war gleich erstmal schön die Osterfeiertage, Familienurlaub. Und ich habe so, ja, danke. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Ja. Aber erinnerst du dich noch, wie gut das geklappt hat? Ja, das ging. Und das war für mich halt auch weniger Stress, immer zu sagen, ja, okay, dann esse ich jetzt hier mal was und damals. Und es ging halt einfach, ne? Es waren dann nicht am Ende 8 Kilo mehr auf der Waage oder ähnliches. Im Und Gegenteil. genau, und das ist halt,
dass es euch gut tat. Und wie gesagt, wenn man halt so dieses Trinken und auch Proteine, was ja so ein, ich sag mal so die Hauptbausteine waren, wo wir am Anfang auch gesagt haben, hier da und da drauf achten, das hilft halt wirklich schon ungemein, weil man dann halt wirklich viel bewusster essen kann und nicht heißhungertechnisch gesteuert ist, nicht vom Insulinspiegel dressiert wird zu essen. Weißt du noch, du hast ja die Anamnese mir ausgefüllt, ne? Und da habe ich dir die Frage gestellt, was sind deine Schwächen in der Ernährung? Und du hast damals Ja. nicht nachgucken, ne, falls du das jetzt machst. Nein, ich versuche mich dran zu erinnern, aber es ist nicht, ja. Weißt du noch, was du damals meintest, was deine Schwächen in der Ernährung sind? Spontan würde ich jetzt vermuten, Süßigkeiten. Ja, unter anderem. Da war aber noch mehr. Du hast einiges aufgelistet. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, von der ich hätte jetzt gesagt, so die typische Süßigkeiten und Fast Food würde mir auf jeden Fall einfallen, weil da war ich ganz scharf drauf. Ja, das sind so die Zirken, die mir spontan auch sofort wieder einfallen würden, weil die mich einfach mein Leben lang begleitet haben. Du hast geschrieben Junkfood, Süßigkeiten, Chips, Kohlenhydrate, unkreativ zum Kochen und es muss schnell gehen. Ja. Würdest Davon du ist vieles auch immer noch so. Also schnell und unkreativ, die beiden Punkte unterschreibe ich auch jetzt noch. Ich habe nach wie vor keinen Bock auf Kochen und es muss auch immer noch schnell gehen. Aber auch, also diese beiden Punkte, ja, aber auch Süßigkeiten und Junkfood, würdest du das jetzt immer noch als Schwäche bezeichnen? Nö, nee, weil ich es Wieso? einfach inzwischen einfach kontrolliert mit einbauen kann, ohne dass es irgendwie für den Kopf Stress verursacht oder jetzt ein Ausmaß annimmt, was völlig. Und selbst wenn es mal ein Ausmaß annimmt, was eigentlich völlig drüber ist, ja, nächsten Tag geht weiter, ne? Also. Wie hast du es geschafft, jetzt mal ganz blöd gefragt, so locker zu werden? Weil, wenn sich jetzt mal irgendjemand in irgendeiner Zukunft dieses Video anguckt, wie hast du, wie? Ja, das habe ich tatsächlich auch eine Weile mich gefragt. Aber tatsächlich, das klingt immer so blöd, aber diese Calls helfen halt einfach wirklich, ne? Also, klar, also zum einen wie das Thema weniger Heißhungerattacken hilft schon mal so. Aber die Körperliche, Calls halt da auch einfach nochmal sich auszutauschen und zu hören, okay, den anderen ging es auch mal so. Oder auch so, wenn man jetzt mal einen Tag völlig daneben gegessen hat, weil irgendwas war oder keine Ahnung, dann ist es so, es zerstört nicht deinen Erfolg auf lange Sicht. So, das ist einfach, dann war das mal ein Tag und dann geht es morgen halt wieder weiter und dann ist gut so. Also da einfach, ja, es zerstört nicht den dauerhaften Erfolg. Und das habe ich ja relativ schnell durch die Osterfeiertage und den Familienurlaub auch gesehen, dass das nicht dazu führen muss, dass man gleich alles verliert oder ja, nicht positiv aus der Sache rausgehen kann, ne? Also so gestresst es mich am Anfang hat, umso besser war es, glaube ich, am Anfang diese Situation zu haben, weil ich da halt relativ schnell ja, schauen musste, es geht. Ja, ich finde zwei wichtige Dinge dazu. Punkt Nummer eins, es gibt nie den perfekten Startzeitpunkt, ne? Weil irgendwie, ach, ich muss erst den Urlaub oder ich muss erst diese. Nee, du bist einfach. Du hattest das Bauchgefühl, du bist direkt right into it gegangen, hattest noch Osterfeiertage, hattest noch dies, hattest noch das, aber es war die perfekte Herausforderung dafür, weil wir wollen ja mit dem Leben irgendwie lernen, ne? Und wie kann ich auch meinem Geburtstag für mich dann ernähren und auf meinen Körper hören und so. Und dann ist das natürlich auch ein Punkt, ich würde das tatsächlich auch unter Mindset einordnen, so dieses, ich rückversichere mich nochmal, den Stress, den ich mir selber in meinem Kopf mache, die Horrorszenarien, die ich mir ausmale, ne, checke damit immer wieder ein, dass das Quatsch ist, ich beruhige mich und so. Und das, ne, ich gerate nicht in Panik, das ist ja auch alles mentale Arbeit, ne, die du Ja. auch Ja, da helfen die Calls hast. halt wirklich einfach super, ne? Also sei es jetzt die Tipps von dir, dass du auch immer wieder, okay, und was ist jetzt? Also, so, oder was ist das größte Worst Case, was passieren kann? Also auch das wird man irgendwie schaffen und meistern, wenn es überhaupt eintritt. Und natürlich auch wirklich das von den anderen zu hören, ne? Was, dass die auch die gleichen Probleme hin und wieder haben und damit kämpfen. Wie machen die das, damit es dann irgendwie besser läuft? Oder was haben die schon geschafft, damit es jetzt so gut läuft? Und das hilft halt einfach ungemein, dieser Austausch einfach auch untereinander. Was würdest du sagen, jetzt so im Rückblick, 12 Wochen später, was sind so die ein, zwei, drei Dinge, die sich hauptsächlich verändert haben? Sei es jetzt optisch, sei es mental, sei es Essverhalten, ganz egal, oder auch die Dinge, die du am ehesten, am schnellsten gemerkt hast. Also das war ich arbeite daran noch, aber was halt wirklich ist, so dieses,
im Jetzt sein, ne? Also nicht immer gleich schon so dieses Worst-Case-Szenario, obwohl es einfach noch gar nicht eingetreten ist und vielleicht auch einfach nie kommen wird, sondern einfach so dieses, okay, aber was ist denn jetzt? Und selbst wenn es kommen sollte, es gibt eigentlich immer einen Plan, mit dem es dann irgendwie zu schaffen ist, ne? Sei es jetzt wieder so, letztes Wochenende, oh, jetzt werde ich krank und habe eigentlich das auf dem Schirm. Krank sein geht gerade gar nicht. So, ja, und am Ende, ich war ein bisschen krank, aber ich war nicht so krank, dass ich nichts machen konnte. So, also eigentlich völlig umsonst Panik im Kopf geschoben. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt immer wieder versuche, so dran zu denken, okay, wenn irgendwas kommt, runterfahren, durchatmen, gucken, was ist jetzt gerade und was könnte im schlimmsten Fall passieren und gibt es dann wirklich gar keine Lösung oder kann man es halt doch wieder irgendwie, ja, das ist so einer der Punkte, den ich für mich mit am wichtigsten finde zum Ja. Lernen. Und spannenderweise hast du damals in der Anamnese geschrieben, bei der Frage, womit bist du am meisten überfordert, unter anderem hast du geschrieben, nicht immer nur das Negative zu sehen. Geht ja da auch Ja. sehr gut mit rein. Ja, das ist so. Daran arbeiten wir. Ja. Du hast auch geschrieben beim Thema, welche Mindset-Ziele hast du, finde ich jetzt total spannend. Nicht alles hinwerfen nach einem doofen Tag, grundsätzlich positiver sein und dem Kopfessen nicht, ja gut, dem Kopfessen nicht mehr als Belohnung geben. Ne? Also dieses, Ja. also ein bisschen auch diese Gelassenheit und dieses, diese Zuversicht, dieses Positive. Ne? Ja, und Und klar, nebenbei hast klappt du nicht immer, kann ja auch gar nicht, aber es wird besser. ja, eben, das ist ja auch kein, ne? Kein, ich habe jetzt in der Podcast-Folge gesagt, kein so ein Schalter, den man, jetzt ist er Ja. an. Und er geht nie wieder aus. Das ist ja kein so ein. Ja, Das dann ist könnten wir ja es ja auch alle easygoing umsetzen. Das wäre ja dann. eben. Dann würde es keine Coaches geben, würde es keine Podcasts geben, dann würde es keine Therapien geben. Genau. So. Was wollte ich? Und ganz nebenbei hast du ja auch noch phänomenale. Ich meine, du könntest dich mal die Woche nochmal wieder messen, weil ich glaube, ich habe ja gar keine. In der Ja, ganzen ich habe Leben jetzt so warst mit du. der Krankheit und so und dem warmen Ja. Wetter und Wasser habe ich mich nicht danach gefühlt. Verstehe ich auch, ne? Gerade jetzt bei dem Wetter und so. Aber hast du ja Ja. auch ungefähr 4 Kilo verloren, hast hier 3 Zentimeter, da ein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zentimeter oder so verloren. Stand von vor 3 Wochen. Das ist ja auch echt richtig, richtig geil. Ja, das musste ich mir auch hin und wieder doch immer noch mal angucken, weil Ja. es ist natürlich so dieser Gedanke so, ja, 3 Monate, bist irgendwie immer noch nicht so wirklich von den Kilos runter, so. Also, Bist du weil es aber. ist natürlich langsamer als jetzt in sämtlichen anderen Crash-Programmen oder so, ne? Das war halt schon so. Aber wenn man sich da einfach von losmacht und dann sagt, ja, okay, es soll jetzt ja wirklich was Dauerhaftes und was anderes Durchhaltbares sein, was im Alltag wunderbar funktioniert, ohne dass ich ständig sagen muss, nee, ich kann nicht mit Essen gehen oder nur wenn es Salat gibt oder so. Ja. Und dann habe ich mir das so angucken und gedacht, ja doch. Also dafür, dass Dafür ich nicht ist das es Gefühl eine hatte, recht zu kurze Zeit. hungern oder auf alles verzichten zu müssen, geiles Ergebnis, wunderbar. Ja. Läuft. Schön. Ja, da hätte ich nicht sagen können. Also ich glaube, dass ja, da darfst du richtig, richtig stolz auf dich sein. Also zahlenmäßig hat sich was getan, optisch hat sich was getan, im Essverhalten hat sich was getan, im Kopf hat sich was getan. Das ist doch mega geil. Das ist so. Auch das Training, also auch was sich da jetzt dann so Ja. entwickelt hat. Also, da ich vielleicht beim ersten Mal Training 6 Tage mich nicht bewegen konnte, gefühlt, habe ich dann doch relativ gut die Gewichte zu Hause steigern können und dass ich es halt auch doch auch gemacht habe, wenn es mir manchmal schwerfällt. Ja. Ja. Ja, Mega. ich habe auch hier schon gesessen und mir auf die Schulter geklopft. Ja, das ist auch wichtig, ne? Thema, ich will das Ganze positiver sehen und mich selbst Ja. anerkennen. Ja. Ja. Aber genauso ist jetzt halt seit 2 Wochen kein Sport. Ja, gut, dann ist es jetzt halt so, wenn es halt jetzt mit Erkältung und einfach körperlich nicht so fit dafür fühlt, dann ist es jetzt halt so. Dann gucke ich halt, dass ich dann diese Woche, wenn der Resthusten auch weg ist, dann geht es halt dann wieder los. Ja. Ist dann halt so.